Servus Servus miteinander. miteinander. Heute zeigen wir euch, wie man beim Sechser Golf die Halogenrückscheinwerfer rausbauen kann und die durch LEDs ersetzt. Vom Werkzeug her, seht ihr schon auf dem Boden, was ihr habt, ist nicht viel das mal. Man braucht bloß eine 8er Nuss. Das ist das einzige an Werkzeug. So, jetzt fangen wir mal an mit dem Ausbauen. So machen wir erst einmal auf. Hier sieht man hier oben, da ist eine Klappe. Die muss weg. Kann man einfach hier, sieht man schon Vertiefung, mit dem Finger dran ziehen, dann geht es schon raus. So, jetzt sehen wir ja hier, da ist unser Kabelbaum. Den müssen wir jetzt erstmal rausstecken. Dafür tue ich hier und hier mit dem Finger die zwei Teile reindrücken und dann einfach nach unten wegziehen. Hier und hier oben drin, das ist ein bisschen schwer zu sehen. Das sind unsere zwei Muttern und die müssen weg. Und dann kann man das Element relativ schnell rausnehmen. Jedoch sollte man zuvor hier an der Seite das Plastikteil wegmachen. Weil nachher, wenn das los ist, bekommt man das nur noch sehr schwer runter. Deswegen hier Finger rein. Geht relativ schwer. Wenn es dann aber mal kommt, dann kommt es gut. Wie man sehen kann, hier und hier an den zwei Punkten ist es fixiert. Dann legen wir es auch mal schön rein. Die Eins. Man sieht auch schon, wie es wackelt. Jetzt kann ich einfach hier in der Mitte drauf drücken und schon haben wir es draußen. So, auf der anderen Seite ist genau das gleiche. Wieder hier aufmachen. Kabelbaum raus. Wieder das Stück der Plastik an der Seite wegmachen. Die erste Mutter. Und dann die zweite. Dann haben wir das zweite Teil raus. So, jetzt machen wir das linke äußere Licht raus. Dafür muss man erstmal hier innen bei dem Teppich schauen, da ist irgendwo eine Vertiefung. Die ist hier in unserem Fall. Sollte bei euch auch da sein. Jetzt kann man hier an dem Teppich ein wenig ziehen. Dann sieht man auch dahinter schon die Befestigung. Jetzt verschaffe ich mir hier noch ein wenig Platz, weil ich möchte auch gut rankommen. Hier ziehe ich einfach das hier oben am Teppich noch ein wenig. Jetzt hat man hier auch richtig viel Platz. Hier ist auch wieder unser Kabelbaum. Der ist genauso wie die anderen aufgebaut. Das ist das gleiche Element. Deswegen auch wieder den ausstecken. Und jetzt muss man hier an der Schraube drehen. Das geht von Hand relativ gut, wenn die vorher nicht zu extrem angezogen wurde. So. Dann sieht man schon draußen. Jetzt geht es von außen weiter. Eine Hand setze ich hier an und die andere hier. Und jetzt tue ich es durch Noddeln einfach nach hinten wegziehen. Man sieht ja, hier und hier, das sind die zwei Befestigungspunkte. So, jetzt machen wir das rechte äußere Licht noch raus. Ist im Prinzip genau wie auf der anderen Seite. Also auch hier wieder die Lasche finden im Teppich. Dann den Teppich so weit raus machen, dass man gut an alles rankommt.
Der Griffel ist in den Weg. Ja, ich weiß, es ist natürlich alles ein wenig eng. Deswegen, der Seite finde ich es persönlich immer ein bisschen schwerer. Aber auch hier, Kabelbaum raus. Ja, da hat jemand letztes Mal recht gut gemeint mit Zudrehen. Wie rum eine Schraube aufgeht, sollte man ja eigentlich wissen. Deswegen. Schön gegen den Uhrzeigersinn drehen. So. Jetzt haben wir die auch raus. So. Auch hier wieder eine Hand hin und die andere hier. Leicht noddeln und nach hinten wegziehen. So, jetzt packen wir unsere LED-Rückleuchte aus, die dunkle. Hoffentlich kriege ich es auf. Ich habe fast meine Nägel nicht mehr können. So. Machen wir es mal auf. Schön alles extra eingepackt. Dass ja auch nichts kaputt geht. Immer die Hosen im Weg so. Noch einmal einpackt. Dass ja aus Wasser nicht nachkommt. Da kann man sich schon sehen. Bündler dazu. Und natürlich das große Licht. So, natürlich auch noch das zweite, wir haben ja schließlich zwei Rücklichter. So, das gleiche wie im anderen Paketle. Unser Ordenslicht. Und unser anderes. Und die Lampe sind ja schon beim anderen dabei gewesen. So, dann packen wir es jetzt auch mal richtig aus. Dass die Folie ist nicht verfälscht. Genau. Hier, das müsste dann unsere Bremsleuchte sein. Und das ist unser ganz normales Rücklicht. Schau mal von hinten an, da ist Stichtung zum Beispiel nicht ganz 100% drauf. Das ist natürlich schlecht, wenn das ab Werk so ist. Wichtig ist natürlich, dass die Stelle hier 100% dicht ist, weil wenn sie das nachher nicht ist, dann bekommt man hier Wasser rein an Kontakte, wenn es dumm läuft. Und dann oxidieren die oder gehen sogar kaputt. Was ich gut gelöst finde, ist, dass hier jetzt die Widerstände drauf sind. Und immer als einzelne Widerstände hier am Kabelbaum mit dran hängen. Weil da hat man dann immer Probleme gehabt, die richtig zu befestigen. So, und da steht noch drauf, Lock in die Richtung, also soll es so rum aufgehen. Das ist für die Nebelschlussleuchte, die Fassung. Das ist ja die rote Lampe, wo wir vorhin gehabt haben, die gehört dann hier rein. So, jetzt packen wir dann noch den Hauptscheinwerfer. Scheinwerfer, Hauptrückleuchte natürlich. Packen die auch noch aus. So, da ist mit der Dichtung natürlich einfacher. Die ist nicht ganz so groß. Und auch hier ist wieder der Widerstand. Diesmal an der Lampe dran. Finde ich super. So wie es mir scheint, da wir hier, hier, hier und hier Schrauben haben. Und unser Blinker noch nicht eingesetzt ist,
sollte man das natürlich erstmal aufmachen und den Blinker einsetzen. Weil sonst funktioniert das Hälfte von der Lampe bloß. So gut, dann schraubt man es auch mal auf. Vielleicht sollte ich vorher noch sagen, einen Kreuzschlitz benötigt man. Kreuzschlitzer Größe 2 habe ich jetzt genommen. Und ich nehme halt das Rädchen, aber im Prinzip, was man da jetzt genau nimmt, das ist, glaube ich, relativ egal. Das, was man daheim hat, sollte man nehmen. Hauptsache, man kriegt es raus. So ist es nämlich und macht nichts dabei kaputt. Schrauben nicht verlieren. Deswegen lege ich die in mein Behältnis nebenan. So, ist die zweite weg. Hopp, na, sind wir abgerutscht? Sowas. Ja, die dritte rausgefallen. Natürlich blöd, aber solange sie im Licht bleibt, ist alles okay. Die vierte noch. So, jetzt schauen wir mal, wenn wir es nach oben langsam wegnehmen. So, jetzt haben wir es weg. Hier haben wir noch ein Stückchen vom Kabelbaum über. Ich sehe jetzt hier aber keine Möglichkeit, wo der hingehören könnte. Daher vernachlässigen wir den mal. Und hier gehört dann unser Blinkerle rein. So, jetzt ist das Blinkerbirnle drin. Hier und hier sind unsere Nase. Die müssen dann hier und hier rein. Sprich, so ansetzen, drehe, dann ist es schon fest. So, jetzt haben wir es genauso eingebaut, wie wir es ausgebaut haben. Wichtig ist, dass man die Schraube nicht zu fest anzieht, sonst macht man den Gewindegang kaputt und dann wird es undicht. Und auf der anderen Seite ist es genau das gleiche. So, jetzt bauen wir wieder ein. Jetzt fangen wir links außen an. Das Wichtige ist natürlich, Kabelbaum hier durchstecken, durch das Löchle, dass man auch nachher wieder rankommt. Jetzt hoffen wir mal, dass sie relativ passgenau sind. Dann sollte man einfach hier jetzt bloß drauf hocken. Und dann sollte das auch ungefähr passen. Also schlecht ist jetzt nicht. Schauen wir mal, wie es von innen weiter geht. Jetzt hier wieder die Schraube reinstecken. So, jetzt muss man natürlich genau den Gewindegang treffen. Entweder treffe ich ihn gerade nicht, oder er passt nicht, eins von beiden. Da wo unser Gewinde noch gut aussieht, muss ich jetzt doch nochmal danach schauen, das gefällt mir jetzt nicht. Doch, es passt. Aber man sieht ja schon, es ist nicht 100% in der Mitte. Daher wird es halt doch ein bisschen nördlicher als gedacht. Ist natürlich immer der Nachteil, wenn man irgendwelche Nachbaulampe hat. Die Passgenauigkeit, die ist halt einfach nie, oder fast nie, sag man so, 100%. Aber jetzt müsste es haben. Ja, jetzt haben wir es. So, und vom Festziehen her, zu fest sollte man es nicht machen. Ich mache das immer so, ich drehe es, dann tue ich außer wegen an der Lampe wackeln. Man sieht ja jetzt noch, es bewegt sich doch noch deutlich, also ist es nicht richtig fest, also muss ich noch ein wenig schwer anziehen. Und wenn ich es dann fest genug angezogen habe, wackelt nichts mehr.
Ja, ein bisschen noch müssen wir. Sollten wir noch nicht ganz. Weil zu locker soll es auch nicht sein. Wenn es zu locker ist, dann ist die Dichtung natürlich der Schwachpunkt. Dann kann ja da Wasser reinkommen, wenn es nicht hundertprozentig anliegt. So. So finde ich es gut. So wackelt eigentlich nichts mehr. Dann haben wir ja noch unseren Kabelbaum. Uns nochmal einstecken. Und dann werden wir uns hier auch fertig auf der Seite. So, und dann machen wir jetzt natürlich hier auch gleich wieder zu. So, jetzt mal die rechte Seite. Im Prinzip genau das gleiche. Kabelbaum hier rein. Schauen, dass man das Bauteil gut reinbekommt. So. So liegt schon mal zumindest an. Hier ist natürlich jetzt wieder meine Lieblingsseite, da wo man alles super sieht, wo man super rankommt. Man bemerke die Ironie. Prinzip hier ist es ja wieder genau das gleiche, wie ich schon gesagt habe. So fest ziehe, dass die Sache nicht mehr wackelt. Auch nicht so fest, damit es abreißt. So, wenn jetzt wackelt nichts mehr wirklich, deswegen ist es so gut. Das heißt, gehen wir wieder innen rein. So, Kabelbaum wieder anschließen. Wenn es Klick macht, ist fest, dann passt es. Dann machen wir hier jetzt natürlich auch wieder zu. So, jetzt machen wir die Innenteile weiter. Doch zuerst muss jetzt das Teil mal weg. Das ist das gleiche wie vorhin. Das schwarze Teil, was nochmal fixiert. Hier geht es natürlich genauso gut weg beim anderen. So. Kabelbaum schön hier durchführen und dann schaue, dass die zwei Bolzen genau in die Löcher reingehen. Wenn die Bolzen im Loch sind, dann passt es, dann stimmt es von der Passgenauigkeit her. Jetzt ziehe ich erst den hier fest, oder das heißt fest, ich setze an, 100% fest mache ich ihn noch nicht. Ich versuche mal, dass nichts raus kann. Hier das Kabelwerk wegen im Weg. Jetzt einfach zur Seite. Und von der Ausrichtung her, viel ausrichten muss man eigentlich nicht. Die Sache sollte sich eigentlich von selbst ausrichten. So. Ach, vielleicht noch für nebenbei, das sind die Originalmuttern wieder. Also da waren keine dabei, man kann die Originale einfach übernehmen. Schön festzogen. Jetzt guckt man. Kabelbaum natürlich wieder einstecken. Vielleicht da eine bisschen Ordnung reinbringen, dass nicht so ein ganzes Kabelquirr ist. Was aber einfacher gesagt ist als getan. Ich hätte es jetzt mal so belassen. Und dann hier das Deckel drauf gemacht. Natürlich, jetzt darf man nicht außen vergessen. Einfach wieder ansetzen, nach oben drücken. Ja, so kurz, es passt so. Okay. So. Den Motor angesetzt. Jetzt kommt wieder die zweite.
die ich fest. Ich sehe nochmal drüber, wenn ich die aufwäscht. Diesmal mache ich es zuerst außen hin. Kabelbaum wieder rein. Längsdach verstecken. Dann wieder die Blende drauf. So, jetzt ist alles fertig eingebaut.